Mein Name ist Stefan Kurz und ich bin seit ca. 30 Jahren bei der Feuerwehr. Wir sind in St. Florian 177 aktive Feuerwehrer und 21 Burschen und Mädels sind bei der Jungfeuerwehr. Wir haben durchschnittlich 100 bis 120 Einsätze im Jahr und dazu üben wir 36 Mal. Hauptsächlich bin ich aktiver Feuerwehrer, weil ich andere helfen will. Aber genauso, weil bei uns professionell gearbeitet wird und die Kameradschaft auch zwischen Jung und Alt sehr gut ist. Denn auf die Kameraden muss man sich im Einsatz wirklich verlassen können. Eigenschaften, die ein Feuerwehrer mit sich bringen sollte, sind Hilfsbereitschaft, Pflichtbewusstsein, aber genauso Geselligkeit. Leider werden wir immer wieder mit tragischen Einsätzen konfrontiert, wo betroffene Personen schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Um dies gut verarbeiten zu können, braucht man viel Kraft, aber auch das Gespräch mit den Kameraden der Feuerwehr. Du bekommst ein gutes Gefühl, Probleme richtig anzugehen und zu bewältigen, aber auch eine Übung, in neuen Situationen richtig zu handeln. Positives an der Mitgliedschaft der Feuerwehr ist, dass man viele Erfahrungen und Eindrücke in Extremsituationen sammeln kann. Es ist ein gutes Gefühl, Menschen zu helfen. Beispielsweise das Hochwasser 2013. Bei solchen Naturkatastrophen bestätigt sich wieder das schweißtreibende Üben mit der Zille. Intensive Übung und Ausbildung macht auch unsere Feuerwehrjugend. Denn für die Jungen ist es nicht nur wichtig, das Gefühl der Kameradschaft zu spüren, sondern auch neue Freunde zu gewinnen. Diese widmen sich neben der Ausbildung auch noch anderen Aktivitäten, um den Zusammenhalt im Team zu stärken, zum Beispiel Ausflüge. Mach auch du mit bei der Feuerwehrjugend ein starkes Stück Freizeit! Ich als Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Florian am Inn bin stolz, eine derart starke und motivierte Mannschaft hinter mir stehen zu haben. Sei es bei Tag oder Nacht, wir benötigen rund um die Uhr eine engagierte Mannschaft. Ob jung oder alt, bei der Feuerwehr St. Florian am Inn bist du immer herzlich willkommen.